Ernährung spielt für mich einfach ein großes Thema, weil ich gelernt habe, ein Team mit meinem Körper zu sein und nicht gegen meinen Körper zu arbeiten. Ich glaube, dass man ab einem gewissen Sportpensum einfach dem Körper andere Sachen geben muss, wie im normalen Alltag. Ich glaube, es ist ganz wichtig, erstmal zu lernen, dass man überhaupt genug isst und seinem Körper eben das gibt, was er braucht, damit der Körper auch dann das für die Regeneration hat, was er braucht und man eben die Leistung auch halten kann und nicht irgendwann einen Einbruch hat. Das ist bei mir ein Thema, was ich auch erst lernen musste und wo mein Körper auch schon einiges mit mir mitmachen musste und ich auch schon einen Ermüdungsbruch hatte. Ja, bei mir kam schon schnell der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass es so auf Dauer auf keinen Fall weitergehen kann. Und das würde ich keinem empfehlen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da auch keine Angst hat, sich früh genug Hilfe zu holen, wenn man merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und dass man mit dem Thema auch einfach versucht, offen umzugehen. Und es gibt immer Leute, die einem zuhören und mit denen man drüber reden kann. Und nur so kann man selber auch wachsen und vorankommen.